Domian, das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian, im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Hallo, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio am Freitag. Freitagnacht heißt Freitemennacht. Das heißt wiederum, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann ruft an, wählt die bekannte Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Und diese Frage geht jetzt direkt an die Sandra, 23 Jahre alt. Über was hast du Lust, dich mit mir zu unterhalten? Hallo Sandra. Hallo. Ja. Folgendes. Ich stehe 14 Tage vor dem Entbindungstermin meines Sohnes. Und am 22. Dezember letzten Jahres ist also herausgekommen, dass mein Freund mich während der ganzen Schwangerschaft über betrogen hat. Mit einer 44-jährigen Arbeitskollegin. Ach du Liebe. Wie alt ist dein Freund? 28. 28. Während der ganzen Schwangerschaft hat er dich betrogen? Die ganze Schwangerschaft über, ja. Wie ist das rausgekommen? Wir wollten Weihnachten in Holland verbringen, in einem Ferienpark. Mhm. Und einen Tag ist er halt früher ins Bett gegangen, am 22. war das. Mhm. Und ich bin die ganzen Monate über schon, als hätte ich so das irgendwie im Gefühl gehabt, ziemlich eifersüchtig gewesen und habe auch hinterher geschnüffelt und gemacht und getan und unter anderem auch sein Handy kontrolliert. Aber es gab keinen konkreten Anlass, das war so ein Gefühl, einfach nur ein Gefühl. Es war ein Gefühl, ja, ja, definitiv. Ja. Und habe in sein Handy geguckt und da war dann halt eine SMS von einer Nummer, die nicht abgespeichert war. Hallo mein Schatz, ich hoffe, du hast mich noch nicht vergessen, zischst du dir gerade ein paar günstige Bierchen? Und ich bin ausgetickt. Im Prinzip war es ja jetzt nichts Eindeutiges, aber ich bin ausgetickt. Naja, aber, war mir nicht dieses Hallo mein Schatz ist ja schon nicht so normal, ne? Wenn es jetzt sein bester Kumpel geschrieben hätte, hätte er ja nicht, hätte das ja wahrscheinlich nicht geschrieben. Obwohl, wer weiß, aber wahrscheinlich nicht. Ja, und dann hast du ihn zur Rede gestellt? Ich habe erstmal zurückgetextet unter seinem Namen. Also er war ja schon im Bett und dann kam eine ganz lange Zeit nicht und ich habe es halt nicht mehr ausgehalten. Was hast du zurückgetextet? Was habe ich nochmal geschrieben? Ich weiß nicht, glaube ich. Hast du so getan? Als noch nicht vergessen und so irgendwie so ein Mist. Also das war Blödsinn. Ich weiß das auch nicht mehr ganz genau. Naja, auf jeden Fall kam dann erstmal keine Antwort und bin dann in sein Zimmer gestürmt und hab dann natürlich rumgebrüllt und gemacht und getan. Und und hat er es dann zugegeben gleich? Nein. Also er hat erstmal gesagt, er weiß nicht, warum diese Frau ihm das schreibt. Er hat gesagt, das ist halt diese Arbeitskollegin, diese besagte. Er hat auch gesagt, dass sie wesentlich älter ist und er weiß nicht, warum sie das schreibt. Also das übliche Theater, erstmal abstreiten. Aber wie ist es dann endgültig rausgekommen, dass es dann doch so war? Ich wollte dann erstmal nach Hause, habe mich dann nach Hause bringen lassen. Er ist wieder zurückgefahren nach Holland, hat mich also schwanger hier in der Wohnung sitzen gelassen. Und ich dann natürlich hinterher geschnüffelt. Ich hatte die Nummer dann natürlich auch aufgeschrieben und habe diese Frau angerufen und sie gefragt, was sie von meinem Freund möchte. Und sie sagte nur, das müsse ich ihn selber fragen und hat aufgelegt. Und also in dem Moment war mir dann schon alles klar, weil wenn nichts gewesen wäre, dann hätte sie irgendwie... Ja, die wäre empört oder erstaunt gewesen oder so. Auf jeden Fall wusste die von deiner Person, die wusste, dass es dich gibt. Ja, die wusste auch von der Schwangerschaft. So, lange Rede jetzt, wann hat er es zugegeben? Daraufhin habe ich ihn angerufen, habe ihn gefragt und nach etwas Palaver hatte er dann gesagt, ja, wir hatten Sex. Das war am 24. So, und dann kam peu à peu wahrscheinlich die ganze Wahrheit raus. Genau. Ja, wie lange seid ihr beiden zusammen schon? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre. Und wie lange läuft diese Affäre jetzt mit dieser Arbeitskollegin? Also er sagt ja, es ist jetzt vorbei, also bis Dezember waren es dann um die 8 Monate. Den genauen Zeitpunkt, wann es angefangen hat, kann er mir nicht mehr sagen. Also ich meine, das ist natürlich starker Tobak, ne? Die Freundin ist schwanger und der Freund geht regelmäßig, mehr oder weniger regelmäßig, fremd. Jetzt ist es zu Ende, sagst du? Er hat Schluss gemacht?
Ich habe Schluss gemacht. Ich habe ihn aus der Wohnung geworfen. Mhm. Er sagt ja immer noch, dass er mich liebt. Er möchte mit mir und unserem Kind zusammen sein und möchte auch versuchen, alles wieder in Ordnung zu machen. Ja. Er versucht mir das auch zu zeigen, indem er zum Beispiel sich jetzt neue Stellen rausgesucht hat. Es ist ja eine Arbeitskollegin immerhin, das ist ja das Allerschlimmste. Aber er sieht ja häufiger am Tag und öfter als mich. Weißt du denn, wie der Stand der Dinge zwischen den beiden ist? Genau weiß ich nicht. Er sagt natürlich... Er sagt, es ist zu Ende, es ist null Kontakt mehr da. Mhm. Ich bin mittlerweile auch ein paar Mal hingefahren zu dieser Firma, hab mich da, ich meine, wie so eine Blöde wirklich, hab mich versteckt im Auto, wie so ein Privatdetektiv irgendwo hinter einem... Hast du aber nichts rausgekriegt? Ich habe immer nur gesehen, wie er in sein Auto gestiegen ist und direkt so, Richtung nach Hause gefahren. Wenn man solche Sachen unternimmt, dann ist die Sache ja für einen noch nicht abgeschlossen. Das heißt, du hast dich getrennt, aber eigentlich bist du nicht getrennt. Richtig. Das heißt, du hängst ein bisschen in den Seilen, weil du ihn schon auch noch liebst. Ist es so? Ich liebe ihn total. Du liebst ihn total, fühlst dich aber ebenso total verletzt. Genau, und das ist ja eben mein Problem. Ich bin total gespalten. Auf der einen Seite würde ich ihn und diese Frau am liebsten töten, wirklich. Ja komm, jetzt fahr dich mal ein bisschen runter. Die Frau ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig. Er ist der Schuldige. Die Frau würde ich völlig außen vor lassen. Er hat das zu verantworten. Ne? Nicht die Frau. Ja, aber den Hass auf die Frau, den kann man auch nicht abstellen. Mein Kopf, der sagt mir natürlich, dass... Ja, schon. Aber wenn er Nein sagt, dann hätte es diese Frau niemals gegeben. Ja. Ist denn mal eine Zahl genannt worden, wie oft er Sex mit ihr hatte? 2-3 Mal. Glaubst du das? Nein, Gottes Willen. Allein 2-3 Mal, also ob es nun 2 oder 3 Mal gewesen ist, das muss man ja wohl wissen. Und daraufhin sagt er dann, ja, dann 3 Mal. Okay, hast du ihn danach gefragt, warum das dazugekommen ist? Sowas fällt nicht vom Himmel, sowas hat immer irgendwie seine Ursache. Wir hätten oft gestritten in dieser Zeit. Mhm. Also ist er da aus Unzufriedenheit ausgeschert? Er kann mir keinen konkreten Grund nennen. Er sagt immer nur, wir hätten oft gestritten, aber das wäre ja kein Grund. Na gut, das ist aber ein Grund schon, finde ich schon. Wenn er das so die antwortet, ist das ja schon ein Grund. Stimmt es denn aus deiner Wahrnehmung heraus auch, dass ihr oft gestritten habt? Aus meiner Wahrnehmung heraus ist es eher so, dass diese Streits immer heftiger wurden mit Andauer dieser Affäre. Mhm. Mhm. Also sicherlich haben wir uns immer und immer wieder gestritten. Mhm. Aber also nach meinem Empfinden halt, wie es halt ist in der Partnerschaft, vor allem auch wenn man zusammenlebt, also es waren keine übermäßigen Streits. Ja, also auf jeden Fall hing der Segen, der Haussegen da irgendwie schief. Egal, ob das jetzt vor der Affäre ist oder während der Affäre oder ob das einander bedingt hat, ist das erstmal im Moment wurscht. Ich fasse mal zusammen und halte fest. Du liebst diesen Mann nach wie vor sehr. Ja. Er liebt dich auch noch sehr. Er sagt es, aber wie kann ich ihm das glauben? Er sagt es. Ich halte nur fest, was ich jetzt so gehört habe. Mhm. Er will mit dir und eurem Kind zusammen sein. Ja. Und er sagt auch, dass es ihm leid tut. Auch das, ja. Und er sagt, dass er die Sache mit der Arbeitskollegin beendet hat. Ja. So, ich finde, das sind sehr gute Voraussetzungen, um sich vielleicht nochmal am Riemen zu reißen, vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass da ein Kind unterwegs ist, sich vielleicht nochmal zusammenzufinden. Da du, was ich gut verstehen kann, sehr misstrauisch bist und verletzt bist, würde ich euch beiden sehr, sehr dringend empfehlen, so wie du jetzt hier bei mir angerufen hast, dass ihr zusammen zu einer neutralen Person geht, zu einer Paarberatungsstelle und euch gemeinsam dort aussprecht und gemeinsam versucht, das auf die Reihe zu kriegen. Gib euch nochmal eine Chance und gibt euch nochmal eine Chance. Bei allem Schmerz und bei aller Wut, die ich verstehen kann, die ich wirklich verstehen kann, Sandra. Aber ich merke auch, dass du letztendlich an dem Typ auch hängst. Das höre ich ja auch raus. Hm. Wenn du jetzt wirklich abgeschlossen hättest, dann würdest du ganz anders sprechen. Du bist empört, du bist verletzt und emotionalisiert, ist ja auch völlig klar alles. Vor allen Dingen in deiner Situation, in 14 Tagen kommt das Kind und wenn man dann sowas erlebt hat. Ja. Ich würde gerne, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch ein bisschen weitersprichst. Vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass sie dir noch einige oder vielleicht die richtige Adresse gibt in eurer Umgebung. Und dann rate ich euch dringend, dahin zu gehen und das zumindest zu versuchen. Was habt ihr zu verlieren? Nichts. Ja. So, und wenn das dann vielleicht klappt und das war jetzt eine schlimme Erschütterung, aber wenn das dann vielleicht klappt und ihr in dieser Paarberatung zueinander wieder geführt werdet, dann ist es auch eine schöne Sache.
Ich will es hoffen, ja. So, Sandra, jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay? Alles klar. Alles Gute. Dankeschön. Und alles Gute auch für die Geburt. Dankeschön. Tschüss. Auf. Tschüss. Ihr Lieben, morgen ist Promi-Tag bei uns und morgen ist mein Gast Stefan Raab um 23.30 Uhr hier im WDR-Fernsehen, mein Gast Stefan Raab. Und ihr könnt anrufen, ihr könnt mitmachen, ihr könnt Stefan Raab befragen, ihr könnt euch mit ihm unterhalten, ihr könnt ihn kritisieren, ihr könnt ihn loben, egal was. Wenn ihr euch anmelden wollt schon zur Sendung, dann meldet uns unter domian@wdr.de und auch hier wieder dringend der Hinweis, bitte eure Telefonnummer draufschreiben, sonst können wir euch ja nicht anrufen. Also morgen 23.30 Uhr hier im WDR-Fernsehen mein Gast Stefan Raab. Weiter geht's mit Susanne und Susanne ist 34 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Susanne. Ja. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um die Liebe. So. Ja. Großes Thema. Ja, immer eigentlich. Immer. Was ist es denn konkret? Ich habe mich in meine Cousine verknallt. In die Cousine? Ja, in die Cousine. Wie alt ist denn die Cousine? Die Cousine ist 18. Hast du mit der schon immer Kontakt gehabt oder hast du die jetzt vielleicht kürzlich zum ersten Mal irgendwie kennengelernt, gesehen? Nein, also wir haben schon länger Kontakt. Mhm. Und wir wohnen also sehr nah zusammen, wir wohnen nur zwei Häuser auseinander. Ach so, das heißt, ihr seid quasi, also gut, er ist ein bisschen alt. Also Nachbarn. Nachbarn, viele Jahre miteinander verbracht, verwandtschaftliches Verhältnis halt. Ja, also als sie als kleiner war noch, da war ich natürlich schon ein paar Jahre älter als sie und habe sie dann so durch die Gegend gefahren mit Kinderwagen und so. Ja, also eine alte Verbindung. Ja, eigentlich schon. So, und jetzt hast du dich in die kleine süße Cousine verknallt. Genau, in die kleine süße Cousine. Seit wann? Seit wann? Mir ist das erst gar nicht so richtig bewusst geworden. Also wir unternehmen im Moment sehr viel zusammen. Ja. Und da sie ja jetzt 18 ist, darf sie auch überall rein. Ja. Ist natürlich praktisch. Ja. Und dann schläft sie schon mal ein Wochenende bei mir. Mhm. Und ja, irgendwie. Also in den, kann ich sagen, so vermuten, in den letzten, im letzten Jahr sind so die Gefühle diesbezüglich gewachsen? Ja, so in dem letzten halben Jahr habe ich gemerkt, dass da irgendwas ist, was nicht normal ist, was da einfach nicht hinpasst. So. Aber ja, dieses Kribbeln, also ich kenne es eigentlich nur, wenn ich einen Mann sehe, der mir gefällt und denke, boah, der ist aber geil. Mhm. Also ist mir noch nie passiert mit einer Frau. Also ich habe noch nie eine Beziehung mit einer Frau gehabt und mich noch nie in eine Frau verliebt. Noch nie. Ja, geht's denn so weit, dass du, wenn du dir ganz ehrlich gegenüber bist, dass du auch denkst, wow, ist die geil? Ja, auf jeden Fall. Also du findest sie durchaus auch erotisch, anziehend und... Ja, also wenn wir uns sehen, wir küssen uns auf den Mund. Das machen ja Cousinen so. Ja. Nicht umsonst heißt es ja zärtliche Cousinen. Ja, klar. Ne? Ja. Ich weiß nicht, das ist ein Gefühl wie, keine Ahnung, also wenn ich jetzt, ich sag jetzt einfach mal, wenn ich jetzt 16 wäre, dann würde ich denken, boah, klar, Schwärmerei, okay, ändert sich in 10 Jahren. Ja. Aber ich bin keine 16 mehr, ich bin 34. Mit 34, da kann man sich auch noch verlieben und man kann sich mit 34 auch zum ersten Mal in eine gleichgeschlechtliche Person verlieben, wenn das auch vorher noch nie passiert ist. Ja, es ist. Du hast im Moment... Bitte? Ich sag, es ist vorher noch nie passiert. Genau, das hast du gerade ja gesagt, ja. Du hast keinen Freund im Moment, du bist solo. Nein, ich bin schon länger alleine, bin jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Jahre schon alleine und, ja. Und sie hat auch keinen Freund im Moment? Sie erzählt mal von einem Carsten, dann erzählt sie mal von einem Björn und weiß ich nicht. Ja, aber sowas Festes bemerkst du da nicht? Nee, ich glaube nicht. Du hast auch überhaupt gar keine Ahnung, was so in ihr vorgeht, ob sie über so einen gut freundschaftlich-verwandtschaftlichen Kontakt hinaus auch andere Gefühle für dich hegt, hast du gar keinen Plan, keine Überlegung? Nein, absolut nicht. Mhm. Ich weiß überhaupt nichts. Was meinst du, wie sie darauf reagieren würde, wenn sie das erfährt? Das ist eine gute Frage. Ich habe noch nicht ausprobiert. Mhm. Na gut, ich frage dich, was du meinst. Was ich meine, also entweder wird sie strikt sagen, nee, will ich nicht, bist du bescheuert. Mhm. Ja, oder sie wird sagen, super, ich mach mit. Ja, oder so. Na gut, also ich weiß es nicht. Könnte ja auch noch eine krassere Reaktion sein, dass sie irgendwie sich abwendet von dir und sagt, da habe ich ja keinen Bock drauf auf sowas. Und wenn du... Erschreckt dich das, dieses Gefühl bei dir, wenn du das vorher noch nicht gekannt hast, einer Frau gegenüber solche Empfindungen zu haben?
Ja, es ist ganz komisch. Also ich habe dieses Kribbeln und diese Schmetterlinge oder Flugzeuge oder wie auch immer, also habe ich wirklich immer nur bei einem Mann gehabt, immer. Und jetzt geht das bis in der Fantasie geht es jetzt so weit, dass du dir durchaus auch vorstellen könntest, mit ihr zu schlafen. Ja, also wie gesagt, ich habe es noch nie gehabt und schon gar nicht bei einer Frau und noch nie so schlimm. Mhm. Also ich sitze zu Hause abends und mache mir Gedanken, wenn sie dann von hier nach Hause geht, sind ja nur zwei Türen weiter. Dann denke ich immer, boah, scheiße, die hätte doch jetzt auch bei dir bleiben können. Und wir haben also auch schon ein Wochenende gehabt, wo sie hier geschlafen hat. Und hat sie dann mit bei dir im Bett geschlafen? Ja, klar. Was für eine heikle und heiße Situation. Ja, also ich habe dann, wenn ich nicht schlafen konnte, habe ich sie dann irgendwie beobachtet. Ich gehe mal davon aus, dass du überhaupt nicht geschlafen hast die ganze Nacht. Nee, vor lauter Aufregung. Ich habe sie angeguckt. Ja, ich konnte nicht schlafen. Ja, ich wäre am liebsten hier die Wände hochgelaufen, so an der Decke her und so. Wenn es gegangen wäre, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Also ich bin irgendwie hin und weg. Wenn ihr miteinander ausgeht, hast du gerade gesagt, dass es schon mal so ein Küsschen gibt, sonst auch körperliche, so Umarmungen oder so, streichelt ihr euch auch schon mal oder eher nicht? Nee, einfach, also wenn wir uns sehen oder ich sag jetzt mal, wenn wir uns mal wirklich eine Woche nicht gesehen haben, Begrüßungskurs, in der Schule, dann nehmen wir uns den Arm und geben uns ein Küsschen und Habt ihr denn schon mal so rein theoretisch, einfach nur mal so, man redet ja über alle möglichen Themen, habt ihr mal über das Thema lesbische oder homosexuelle Liebe gesprochen? Was sie davon so hält und denkt, so ganz grob? Nee, eigentlich nicht. Wäre ja mal interessant, wenn du mal dieses Thema einfach mal so lancieren würdest, mal zu testen, wie sie darüber denkt. Also wir haben so keine Geheimnisse voneinander. Wir waren mal abends hier, da haben wir uns hier fertig gemacht zum Weggehen bei mir. Und also wir sind dann nacheinander unter die Dusche zwar, aber ich bin dann auch nackt hier durch die Wohnung und sie dann auch. Und also da haben wir also keine Probleme mit. Da ist also na gut, das ist ja auch dann eher normal, ne? Unter Freundin. So, du kannst das natürlich jetzt vorsichtig machen, wie ich es gerade gesagt habe, dass du erstmal dieses Thema irgendwie so ein bisschen auf den Tisch bringst und dir mal so grundsätzlich darüber redet. Letztendlich aber glaube ich, du klingst ja so verliebt und so verknallt, dass gar kein Weg daran vorbeiführen wird, über kurz oder lang ihr das zu gestehen, ihr das zu sagen. Mit all den. Aber wie? Wie sagt man, dass man verliebt ist, indem man sagt, dass man verliebt ist? Ja. Die Gefahr ist natürlich da. Ich meine, sie ist eine erwachsene junge Frau, wenn auch erst 18, aber sie ist eine erwachsene junge Frau. Du musst mit allem rechnen. Es kann sein, dass sie sich abwendet und erschrocken ist und Angst hat, dass du sie betatscht und begrabbelst. Nein, das würde ich nie tun. Nein, aber es kann ja sein, dass jemand so reagiert. Wäre auch eine Reaktion. Es kann auch sein, dass sie ganz neugierig wird. Vielleicht hat sie sogar Ähnliches irgendwie so empfunden und hat sich das noch gar nicht zugestanden. Also die ganze Palette ist möglich. Und das würde ich riskieren, das muss man auch riskieren, weil du hast das jetzt so drin, du bist jetzt so verknallt, du bist so angefixt von dem Gefühl, das kriegst du sowieso nicht mehr weg. Da muss irgendwas passieren, da muss was passieren. Und das passieren heißt, du musst es irgendwann aussprechen. So ist das, Susanne. Ich werde es versuchen. Sehr, sehr spannend. Kann alles nach hinten losgehen, kann aber auch der Anfang eines ganz neuen Lebens für dich sein, nämlich mal eine Liebe zu erleben mit einer Frau. Hättest du Probleme so in deiner Umwelt, in deiner Umgebung damit, dazu dann also auch zu stehen? Also ich für mich nicht. Ich denke mal, das, was ich denke und fühle, ist okay und ich weiß das und was die anderen denken, ist mir so scheißegal, interessiert mich nicht. Gäbe es denn dann, nehmen wir mal an, ihr kämt zueinander. Gäbe es da innerhalb der Familie Probleme, dass man da sich die Münder zerreißen würde? Könnte passieren, ja. Ist das eine Cousine ersten Grades oder etwas weitläufiger? Nee, das ist von meinem Vater die Schwester und von ihr die Tochter. Ach so, also ganz, ganz nah dran. Ja, so ganz nah um die Ecke. Ja. Also, raus damit, irgendwann. Ja. Ich glaube, das ist erleichternd und dann weißt du auch, was los ist und dann kannst du dich auch eher darauf einstellen, wenn sie definitiv sagt, nee, pass mal auf, du bist eine gute Freundin für mich, ich finde dich super, aber auf eine Beziehung habe ich keinen Kontakt, keine Lust. Lass uns einen guten freundschaftlichen Kontakt haben. Dann weißt du, woran du bist und du kannst dich darauf einstellen. Ja, okay. Alles und Gute. Ich ruf dich dann an und sag dir Bescheid, wie es ausgegangen genauso ist. Genauso machst du es. Okay. Susanne, alles Liebe. Tschüss. Ja, danke, tschüss. 0800 220 50 50, meine Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live im Radio bei 1 live und live im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Oder mailen unter domain@wdr.de.
www.fritzfeinl.de. Frank ist hier. Frank ist 28. Hallo Frank. Hallo. Ja. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Also, ich hatte Geschlechtsverkehr mit einer Rollstuhlfahrerin. Mhm. Und mein Problem ist einfach, dass ich ihr nächste Woche wahrscheinlich wieder in der Arbeit begegnen werde. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, wie ich ihr gegenübertreten soll. Was hat das jetzt, warum hast du das so betont mit der Rollstuhlfahrerin? Hat das eine besondere Bewandtnis? Ja, also ich bin vom Beruf Physiotherapeut. Ja. Und ich kenne diese Frau aus der Praxis. Das heißt, das ist eine Klientin von dir, eine Kundin oder was? Nee, also das ist eine Patientin von einer Kollegin von mir. Ach so. Aber ich kenne die jetzt schon über ein Jahr, weil ich da jetzt über ein Jahr arbeite. Ja. Und wie alt ja, ist sie? 24. Ja. Und man hat sich halt immer so ein bisschen, man unterhält sich halt immer so zwischen Tür und Angel. Mhm. Sie kommt ein bisschen früher oder geht mal ein bisschen später und dann trifft man sich halt und man quatscht halt. Warum sitzt sie im Rollstuhl? Sie hat MS. Ja. Mhm. Und kann halt nicht mehr gehen und deswegen sitzt sie halt im Rollstuhl. Mhm. Leider. Ja. So, und jetzt hatte ihr eine Affäre miteinander. Ja, genau. Sex also das hatte sich jetzt angebahnt, richtig. Ja. So. Und wie geht das jetzt weiter? Wie sind deine Gefühle? Tja, also ich bin ehrlich gesagt ziemlich verwirrt, weil ich mir einfach nicht sicher bin, ob das richtig war, was ich getan habe. Also ich weiß nicht, ob ich die Situation ausgenutzt habe. Ach so, ich verstehe. Mhm. Also es kam schon alles von ihr, also sie hat das schon so angeleiert und aber ich weiß halt nicht, ob ich nicht hätte sagen müssen, nein. Weil du dir auch nicht ganz im Klaren bist, was du für Gefühle hast. Richtig. Weil es könnte durchaus sein, dass du nicht in sie verliebt bist. Genau. Und dann hast du schlechtes Gewissen, dass der Eindruck entstünde, du hättest sie ausgenutzt irgendwie. Genau, richtig. Mhm. Aber wichtig ist ja, was du gerade gesagt hast, dass von ihr ging die Hauptinitiative aus. Ist das ja, so? Also das habe ich schon so, das habe ich also schon so empfunden, weil das, was da abgelaufen ist, das kam mir so hinterher schon sehr geplant vor. Ach so, hat sie dich irgendwie eingeladen irgendwohin oder wie lief das? Also wir haben uns vor 3 Wochen das erste Mal so getroffen in einem Café und dann haben wir uns nochmal getroffen und beim dritten Mal, da hatte sie mich dann halt gefragt, ob ich sie nach Hause fahre, weil das Café direkt in der Nähe ihres Elternhauses war. Und dann habe ich gesagt, okay, klar, kein Problem. Und dann habe ich sie halt praktisch nach Hause gefahren, ne, zu Fuß, also ich zu Fuß. Und und dann sagte sie, hat sie mich gefragt, ob ich noch mit reinkommen möchte. Und der alte Trick? Der alte Trick, richtig. Willst du noch was trinken? Und dann noch so ein alter Partykeller-Trick irgendwie. Das war halt so eine Garage irgendwie. Ja. Und da haben wir dann noch einen Wein getrunken und dann ging das irgendwie, dann ging es dann halt so. Ich meine, weiter. In der Garage? In der Garage, ach so. Richtig. Das heißt, du hast nicht wirklich da übernachtet, sondern es gab nur Sex. Genau, es gab nur Sex und dann bin ich dann wieder zurück zum Café, weil ich in der Nähe meines Cafés meinen Wagen geparkt habe und dann bin ich dann halt ziemlich verwirrt nach Hause gefahren. Ja. Mit sehr gemischten Gefühlen. So, das Ganze ist jetzt, du hast es gerade, glaube ich, schon gesagt, wie lange her? Das erste Treffen hatten wir vor 3 Wochen und diese ganze Geschichte, die ist jetzt ungefähr eine Woche her. In der Garage die Geschichte. Genau, die Garagengeschichte ist jetzt eine Woche her. Und jetzt triffst du sie bald wieder. Richtig, also sie hat sich letzte Woche nicht in der Praxis erschienen, weil sie sich irgendwie abgemeldet hat. Sie hatte irgendwas, ich weiß nicht genau was. Aber und man hätte ja auch irgendwie telefonieren können mal oder simsen oder so. Ja, aber wir haben keine Telefonnummern ausgetauscht, weil wir den Kontakt über die Praxis hatten. Also sie kommt zweimal die Woche und wir sehen uns eigentlich regelmäßig. So, es ist ja wirklich das Ganze, die ganz entscheidende und ganz einfache Frage. Was empfindest du für die Frau? Bist du verknallt? Ganz ehrlich, unter uns beiden jetzt. Ganz ehrlich. Soll ich mal raten? Ich glaube nicht. Nee, richtig. So klingt's mir nämlich auch. Ja. Und du hast jetzt fast so irgendwie so ein Gefühl der Verpflichtung, als müsstest du dich vielleicht dazu zwingen, verliebt zu sein oder irgendwie so ein Gefühlschaos in dir. Richtig, also ja genau, dieses Gefühl, das habe ich und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass ich irgendwie klar machen muss, weiß ich nicht, wie es 1000 andere machen, hör zu, das war eine nette Sache,
Ja, aber was unterstellst du? Vielleicht wollte sie ja auch nur einfach mal Sex. Was heißt mal? Vielleicht wollte sie auch einfach Sex haben. Vielleicht war es für sie eine reine Sexnummer. Oder hast du den Eindruck, dass währenddessen und danach und beim Verabschieden dabei ihr irgendwie mehr im Spiel war? Also weißt du gar nicht. Nee, danach kann ich eigentlich gar nicht so, kann ich eigentlich gar nicht so sagen, weil ich echt ziemlich verwirrt war, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dieses Vorgeplänkel, das waren halt sehr viele Gespräche und wir haben viel gelacht und ich kann das bei ihr einfach nicht einschätzen. Also Frank, ich habe gelernt, und ich meine, du in deinem Job musst es ja dann auch wirklich auch wissen, dass Behinderte, egal was für eine Behinderung sie haben, nie als Behinderte behandelt werden wollen. Dass man immer ganz normal mit den Leuten umgeht. Richtig. Und insofern ist das jetzt völlig wurscht, ob die Frau nur im Rollstuhl sitzt oder nicht im Rollstuhl sitzt. Fakt ist, du hast einmal Sex gehabt mit dieser Frau. Richtig. Die Frage ist jetzt, wie verhält man sich weiter? Geh doch ganz gelassen daran, wenn du die nächste Woche siehst, sei doch nett, plaudere doch mit ihr. Und kannst ja mal sehen, wie sie reagiert, wenn du merkst, dass sie irgendwie Sternchen in den Augen hat und dich gerne wiedersehen will oder so. Ja. Dann kann man doch mal Telefonnummern austauschen. Ja. Und mal einfach telefonieren und sagen, pass mal auf, ich fand's schon nett mit dir und mag dich auch, aber ich bin nicht verliebt, um das mal gleich klarzustellen. Wir können gerne uns öfters mal treffen, aber dann verhältst du dich korrekt. Ich finde, du hast dich bisher überhaupt nicht unkorrekt verhalten. Das kann halt passieren, ist halt so gewesen. Ist doch nicht schlimm. Wenn du der Frau jetzt nichts vorgaukelst und die nächste Zeit dann nicht irgendwie den verliebten Larry raushängen lässt, dann ist doch alles in Ordnung. Ist doch nicht schlimm. Das wird wahrscheinlich auch das Beste sein. Ja, und vielleicht ist es wirklich so, dass sie auch nicht verliebt ist, sondern einfach nur Sex wollte. Ja. Kann ja sein. Also im Prinzip ist es eigentlich schon das, was ich mir so gedacht habe. Mhm. Aber ich brauchte halt, ich weiß nicht, vielleicht brauchte ich einfach nur von dir oder von irgendwem auch immer diese Bestätigung, pass auf, Jung, mach so und so und das war okay und vielleicht wollte sie auch nur dieses eine Mal und fertig. Aber Und wenn es nicht der Fall ist, dann stellst du es halt klar und dann ist es gut. Ja. Also gelassen in die nächste Woche gehen. Ja. Ja? Alles klar. Mein lieber Frank, alles Gute. Alles klar, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Morgen 23.30 Uhr im WDR-Fernsehen bei mir zu Gast Stefan Raab und ihr könnt auch mit Stefan Raab sprechen. Meldet euch am besten jetzt schon an über Mail unter domian@wdr.de und auf die Mail eure Telefonnummer schreiben. Diana ist hier. Ja. Oder Diana. Nein, Diana. Ne? Diana, genau. Diana, was ist dein Thema? Ja, eigentlich was ganz Grauseliges und zwar habe ich eine junge Dame kennengelernt, die hat angefangen für mich zu arbeiten. Was machst du? Was bist du? Telefonerotik. Ich habe eine kleine Agentur für Telefonerotik und auch Erotik-Chats. Sagen wir es klar, Telefonsex. Auch. Knallharter Telefonsex. Ja, knallharter Telefonsex ist aber nicht mein Thema. Nee, okay, um es klar zu machen, was du da machst, was ihr macht. Ja, genau. Wir vergnügen uns mit Herrn. Ist ja auch, auf alle Fälle habe ich diese Dame kennengelernt. Sie hat angefangen für mich zu arbeiten. Und nun letzte Woche kam heraus, dass diese Frau ihr Kind hat verhungern lassen und zerstückelt und auf ihrem Balkon gelagert hat. Mensch, was habe ich in der Zeitung gelesen? Ja, genau. Ich habe es in der Zeitung gelesen und war entsetzt darüber. Genau das ist mein Problem. Ich bin es auch, weil diese Frau am Telefon, wenn ich mit ihr gesprochen habe, super lieb, zuverlässig, total ruhig und gelassen ist. Unfassbar. Sie hat, wie alt war das Kind? Klein noch, ne? Also die Lutsche war 3 und jetzt ihre zweite Tochter wird ja jetzt irgendwann 4. Und sie war auch mit dem zweiten Kind total, wenn wir gesprochen haben, total lieb. So. Sie hat dieses kleine Kind verhungern lassen. Ja. Dann hat sie es zerschnitten. Genau, und auf dem Balkon in einer Plastiktüten gelegt. Und da lag es ganz lange, ne? 2 Jahre fast. Oh, was? Ja. Und es ist durch den Geruch, oder wie ist es rausgekommen? Nee, wegen einer Zwangsräumung. Genau, also, ich habe in der Zeitung gelesen, dass die Nachbarn irgendwie schon mal irgendwas gerochen haben, aber man hat es dann gar nicht ernst genommen. Und richtig, das muss vor einem Jahr gewesen sein und das ist dann verflogen irgendwie. Und der Mann hat ja noch 11 Monate bei ihr gewohnt. Der Vater des Kindes und der hat wohl bis drauf geschoben, sie wäre nicht die sauberste. Achso, der sagt jetzt, er hätte gar nichts davon gemerkt, ne? Richtig, hat also sein Kind irgendwie nie gesehen, auch nicht zu Weihnachten und zum Geburtstag und angeblich, wie gesagt, ich weiß es nicht,
hätte er dann aus Angst, dass er sich mit der Dame streitet, dann nicht mehr nachgefragt, was mir also auch unverständlich ist. Unfassbar ist das. Unfassbar. Ja, genau, sie hat dem Kind den Kopf abgeschnitten, ne? Ja, den Kopf. Und weiß ich nicht, mich nimmt das auch sehr mit. Und die hat bei dir gearbeitet und die war völlig nett und freundlich. Und super lieb. Und dann sagt sie auch, wenn ich nachts mal nicht arbeiten kann, sei ich sauer, weil meine lütsche Tochter steht nachts öfters auf. Ja. Dann muss ich sie wieder ins Bett bringen. Ja. Oder ich sag hier, komm, ist es wichtig, kannst du arbeiten? Nein, ich muss mit meiner Kleinen zu McDonald's und tralala. Ich sag, super lieb. Man würde ja noch denken, es wäre irgendwie, es gäbe ein Bild, wenn ein solcher Mensch irgendwie seltsam einem vorkäme, ne? Aber wenn der auch noch dann ganz normal und freundlich ist, erschüttert einen das ja noch mehr, weil man gar nicht versteht, was für ein Abgrund in diesem Menschen sich aufgetan hat oder stattgefunden hat oder ist. Oder ein Problem, das ist auch, also die Kollegen verstehen es nicht, die rufen mich dann zwar an und sagen, ich verstehe es nicht, ich sage, ich komme selber nicht mit klar und ich weiß nicht, mit wem ich drüber reden soll. Ich kann jetzt nicht in die Welt gehen und sagen, hallo, ich kannte die Dame. Ja, ja. Aber war die Polizei nicht auch bei dir? Haben die nicht geforscht und Erkundungen eingezogen? Da wir ziemlich weit auseinander wohnen und ich denke, die Ermittlungen noch im Gange sind, kam bis hier nichts. Wie lange hat die bei dir gearbeitet? Also, es waren jetzt eigentlich nur 3 Wochen. Vorher hatten wir dann Gespräche und kennengelernt und öfters mal in einem Forum miteinander schon gesprochen, kommuniziert, dass man eventuell mal was zusammen machen könnte. Du sagst, ihr wohnt nicht in der Nähe? Nein, ich komme... Wie weit wohnt ihr auseinander? 400 Kilometer. Ach so, so weit. Ach so. Ja, ja, ich komme also nicht so aus dem Düsseldorfer Bereich, eher weniger. Hat sie denn von zu Hause aus für dich gearbeitet? Ja. Ach so. Ja, das geht ja bei euch Telefonanbietern so. Genau, und das ist halt, man redet mit den Leuten am Telefon, man schickt sich die Verträge zu und wenn es passt. Wie oft hast du sie denn überhaupt dann so real vor dir sitzen sehen? Real gar nicht, also immer nur per Cam. Ach so. Das heißt, wenn wir Messien haben, auch Cam an. Und dann redet man ja auch da miteinander. Und, aber es ist für mich trotzdem total schwer. Total unbegreiflich und ich weiß nicht. Wie hast du denn das überhaupt kapiert, dass sie das ist, als das dann durch die Presse kam? Es wurden auch keine Bilder, glaube ich, von der Frau veröffentlicht, ne? Doch, Bilder auch. Im Express habe ich dann auch Bilder gesehen. Ja, waren Bilder. Aber sie hat ja auch noch für andere gearbeitet, mit denen man in Kontakt steht über diverse Foren. Und einer wurde halt auch drauf angesprochen und der hatte das dann gepostet und das mir auch mitgeteilt. Weil irgendwie war sie plötzlich dann raus aus dem Messenger und ich habe mir da eigentlich keinen Gedanken gemacht, jeder macht mal frei. Und dann kam es also knüppeldick, dass ich hier also fast aus allen Wolken gefallen bin. 4 Tage wie im Trance ist jetzt also nichts dagegen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen nichts Neues gehört von dem Fall. Du? Nur, dass jetzt noch irgendwie ihre Eltern sich gemeldet haben und dass sie sie so auch nicht kennen und ja. Weiß man etwas über den Zustand, auch Gesundheitszustand des verbliebenen Kindes? Ist das gesund und zumindest körperlich? Ist in Ordnung? Also zumindest soll es gesund beim Jugendamt jetzt sein und in Obhut. Und ihre Eltern wollen jetzt das Sorgerecht für dieses Kind haben, weil sie es dem Vater natürlich auch nicht überlassen möchten. Was ich auch wohl für sinnvoll erhalte, wenn ein Vater 11 Monate lang nicht merkt, dass sein Kind nicht da aber ist. Aber was für eine Frage, ne? Ganz klar, ganz klar. Ist das vielleicht schon ein bisschen... Es ist wirklich unglaublich erschütternd und... Es reicht keine Fantasie aus und keine Abstraktion, sich vorzustellen, was in einer Frau vorgeht oder vorgegangen ist, die so etwas tut. Ihr eigenes kleines Kind verhungern lassen und dann auch noch zerschneiden. Das ist unbegreiflich, vor allen Dingen, wenn man sie dann erlebt hat, wie sie mit diesem anderen Mädchen umgegangen ist, so lieb, so, ach, Janet, warte mal kurz, Mama telefoniert gerade und komm, ich bin gleich für dich da, Sekunde mal, ich muss mal kurz mit ihr. Und da muss man sich auch nochmal vorstellen, und man mag es sich gar nicht vorstellen, wie dieses Kind auch gelitten haben mag. Naja, ich glaube, es ist nicht so nett, ein paar Tage überhaupt nichts Nahrung zu sich zu kommen und dann einfach ja innerlich zu vertrocknen und zu verhungern. So, jetzt bist du verständlicherweise, obwohl sie ja gar nicht gegenüber saß, sondern ihr nur per Cam und Telefon kommuniziert habt, dennoch hochgradig erschüttert. Wäre ich auch, wenn ich mit so jemandem Kontakt hätte. Und dann würde ich sowas hören, würde mich das auch völlig aus den Schuhen hauen. Ja, man zweifelt ja auch irgendwo an sich selber, dass man nicht in der Lage ist, mehr zu unterscheiden. Ja, aber wenn jemand so perfekt vielleicht ein Doppelleben führt, so wie sie es offensichtlich getan hat,
Wie willst du das unterscheiden? Vor allen Dingen, wenn du die dann gar nicht mal persönlich kennst und sie dir gegenüber sitzt. Wahrscheinlich hättest du es dann auch nicht gewittert. Ich hätte das wahrscheinlich sowieso nie gemerkt. Ja, ich hätte das wahrscheinlich dann gemerkt, da ich nie in der Wohnung rauche, wenn ich da auf den Balkon gegangen wäre. Weil dann wäre die schon sehr komisch, wenn da irgendwie Sachen rumstehen. Aber ja, aber auch da käme ich auf die auf so eine wahnsinnige Idee. Da würde man irgendwie denken, na gut, da liegen jetzt irgendwelche Müllsäcke rum und würde gar nicht weiter drüber nachdenken. Ja, weiß ich nicht. Also es ist für mich auf alle Fälle, es ist unwahrscheinlich schwer, damit umzugehen. Du sagst, da gab es noch andere Leute, die sie auch kannten und mit denen ihr irgendwie so auch über Internet in Kontakt seid. Natürlich. Hast du dich mit denen schon ein bisschen noch ausgetauscht, was die sagen, wie die es empfinden? Also es ist einfach so, dass das teilweise gar nicht so persönlich bei denen abgeht und die sagen, ja, das ist ein Monster. Und nun ist sie weg und dann ist das Thema durch. Für mich kann das Thema aber nicht durch sein, da ich halt einen persönlicheren Kontakt habe. Ja. Nicht nur sage, die macht für mich da eine Cam. Ja. Das ist nicht eine unter Tausenden, sondern eine von einem Kreis von 20 Leuten, die für mich arbeiten. Und dir ist es jetzt besonders nahe gegangen und besonders ans Herz gegangen. Ja, das nimmt mich schon mit. So, jetzt hast du, verständlicherweise, du hast ja gerade gesagt, da sind nicht viele Menschen, mit denen du reden kannst. Daher auch dein Anruf hier, so verstehe ich das. Ja, das war irgendwie so, ich habe versucht, vor ein paar Tagen mit einem Pastor zu sprechen, der hat gesagt, hören Sie auf mit Ihrer Arbeit, machen Sie keinen Telefonsex, lernen Sie solche Leute nicht kennen. Nein. Ja, und das hat der Pastor zu dir gesagt? Ja, das war dann auch sehr erquickend. Das ist aber kein vorbildliches christliches Verhalten. Ja, ich fand das also auch nicht wirklich. Du wendest dich in deiner Not an den Pastor und der gibt dir so eine Antwort? Ja, ich soll den Beruf wechseln, weil ich soll was Anständiges machen, dann kann mir sowas auch nicht passieren. Na super, super. Und da wundern sich dann die Kirchen, wenn die Leute weglaufen. Ne? Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass dieser Pastor eine Ausnahmeerscheinung ist. Ich gehe mal davon aus, ich habe schon so viele Pastoren kennengelernt, die gänzlich anders drauf sind. Tja, hatte ich jetzt wahrscheinlich Pech und deswegen habe ich so hier an diesen Notknopf gedrückt und gesagt, ich muss mit irgendwie ein Fremdes reden. Ja, das finde ich auch sehr in Ordnung. Und ich biete dir jetzt an, da wir ja nicht so ganz lange hier auf dem Sender sprechen können, dass du noch in Ruhe mit meiner Psychologin jetzt einige Worte redest oder einige mehr Worte auch redest. Und sie dir vielleicht auch noch so ein paar Strategien an die Hand geben kann, wie du auch so mit deinem persönlichen Schock fertig werden kannst. Das wäre super lieb. Meine Psychologin heißt Magdalena. Du legst bitte auf und du wirst dann gleich von uns zurückgerufen. Ja, ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Hier ist Michael und Michael ist 22. Hallo Michael. Ja, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, also das hat mich gerade erstmal doch geschockt, dieses Thema gerade. Also das fand ich doch ganz schön krass. Hast du denn in der Presse davon auch gehört? Nee, habe ich nicht gehört, aber ich bin vom Beruf aus Erzieher und studiere jetzt Sozialpädagogik. Und immer wenn sowas mit Kindern passiert, dann ist das doch immer so ein Alarmsignal, und wo es einem doch eiskalt den Schauer runterläuft. Ja, es ist ungeheuer brutal. Ja, mein Thema war eigentlich ein ganz anderes. Es ist jetzt erstmal schwierig, diesen Balanceakt zu finden. Na, fang einfach an. Ja, also ich bin großer Harald Schmidt-Fan und mir hat die Sendung am Mittwoch nicht so gut gefallen, aber am Donnerstag gestern, finde ich, hat das mal wieder gezeigt, dass das drauf hat. Ja, ich bin auch ein sehr großer Harald Schmidt-Fan, habe es leider gestern und vorgestern nicht gesehen, weil ich in Vorbereitung hier für meine Sendung war. Ach so. Ich habe aber die Sendung vor Weihnachten gesehen. Hast du die auch gesehen? Ja, natürlich, ganz klar. Also ich wollte ja sogar dafür auch Karten haben. Ja. Habe sogar am 6. Dezember und vorher schon angerufen. Es war super schwer, Karten zu bekommen. Und es hat leider erstmal nicht geklappt. Ich habe, glaube ich, 20 Minuten vorher angerufen. Ja. Und dann war dauernd besetzt und dann war irgendwann Freizeichen und dann war wieder besetzt und dann kam ich dran, da meinte sie, ja, die Karten sind schon weg, sind 24. Ja, du musst jetzt tapfer weiter versuchen. Nee, ich hab Karten. Ach, den 9. Februar. Ach so, das ist ja alles wunderbar. Ist sogar eine Live-Sendung. Ist eine Live-Sendung. Genau, und also, ich muss sagen, er ist wirklich, also gestern hat es mir gut gefallen. Und also auch am Mittwoch, aber ich finde, ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt zu politisch wird. Ich hatte auch vorher die Tagesschau gesehen und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ja gut, dann kann ich mal die Tagesthemen angucken. Und aber ich muss ganz ehrlich sagen, so diesen alten Biss, und das wird er auch in den nächsten Wochen auch noch machen, und da wird er auch wieder zurückfinden. Bin ich ganz sicher. Ja, und was ich sehr gut fand, war, als er am Mittwoch gesagt hat, ja, wir haben ja keine Gäste mehr hier, morgen bei uns zu Gast in der Sendung ist, und dann war gestern Musikgast da und der war richtig klasse. Ja, die Leute finden es auch offensichtlich sehr toll, weil er Bomben-Einschaltquoten hat.
bei der ersten Sendung sowieso, weil das war klar, weil da die ganze Nation auf ihn gewartet hat. Ja. Aber gestern und vorgestern für die Sendezeit war es auch wahnsinnig. So große Quoten hatte er bei... Millionen Zuschauer, ja. Gerade um die Uhrzeit, total klasse. Da hätte er bei Sat.1 von träumen können. Ja, natürlich. Da waren es manchmal nicht mal eine Million. Ja, ja, obwohl zum Schluss ja dann schon. Zum Schluss aber, schon, ja, ja. Mhm, ja. Aber was ich zum Beispiel auch ganz gut fand, war, dass er jetzt irgendwie zu seiner alten Form langsam wieder findet, sage ich. Findest du es denn auch gut, dass da keine Gäste mehr sind? Das ist ein bisschen schade. Ja, also, finde ich auch. Finde ich auch. Bin ich ganz ehrlich. Ich finde auch die Sendezeit zu kurz. Also ich würde schon 40, 50 Minuten oder so würde ich schon lieber sehen. Ja. Und dann schon ein oder zwei Gäste, oder ich glaube, das kommt auch noch. Vielleicht also, ein Gast, das reicht ja aus. Genau, zum Beispiel gestern hatte er ja Musikgast da. Ja. Und übrigens, apropos Musik, ich fände auch schön, wenn Helmut Zerlett wieder dabei wäre. Ja, ich auch, aber ich habe gelesen, der hat so viel zu tun, der soll angeblich jetzt eine eigene Sat.1-Show bekommen. Ach so. Und, naja, zwei Abende kann er sich immer freischaufeln. Ja, natürlich, eigentlich schon. Aber, also was ich gestern ganz krass fand, er sagte, er hat zum Schluss der Sendung gesagt, Harald Schmidt, ja, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und am Dienstag sehen wir uns dann anstatt Maischberger. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, was sagst du jetzt vielleicht doch dreimal die Woche? Wäre ja super. Dann gucke ich vorhin im Internet nach und dann stand da drin, Harald Schmidt wettert gegen Maischberger, weil er diesen Sendeplatz übernehmen will, weil sie ja nicht so gute Einschaltquoten hat, dienstags. Ich habe auch gehört, dass er das gesagt hat und konnte mir gar keinen Reim darauf machen, wie er das meint. Weil Frau Maischberger ist ja da. Ja, genau. Und letzte Woche waren auch tolle Sachen. Also das Thema war, also ich interessiere mich so für Shows und Fernsehen und Late Night sowieso. Ja. Ich bin großer Fan von Late Night Shows. Ja. Und dann musst du morgen uns auch gucken, wenn Stefan Raab hier ist. Ja, Stefan Raab, das habe ich gesehen. Ja. Deswegen, eigentlich bin ich morgen Abend weg, aber ich glaube, vielleicht bleibe ich doch da. Und vielleicht rufe ich morgen doch nochmal an. Ja, das ist ja schön. Denk dir eine gute Frage aus für Stefan Raab und dann reden wir morgen nochmal miteinander. Mail uns die Frage am besten mit deiner Telefonnummer. Ah ja, genau, kann ich machen. Ja. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, so Late Night Shows finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ich war auch von Anfang an immer ein großer Late Night Show Fan. Jetzt gibt es ja, Michael, die Überlegungen, dass Thomas Gottschalk im ZDF Late Night macht. Im Sommer, ne? Im Sommer. Wie findest du das? Ich finde es auch klasse. Nur das Problem ist, wo ich ein bisschen, also das ist mein Problem dann, ich muss immer zappen, hin und her. Ja. Weil ich habe ja damals schon mit Koschwitz angefangen. Ja. Und wenn der dann wirklich gegen Harald Schmidt dann ist, die Sendezeit, glaube ich nicht. Ich glaube, dann macht Schmidt seine Sommerpause. Ich bin da auch skeptisch. Also Thomas Gottschalk ist nun der große Superstar als Showmoderator. Ja. Wir haben ihn ja schon als Late-Night-Moderator gesehen. Fand ich ihn nicht so toll. Ich auch nicht. Da fand ich sogar Koschwitz noch besser. Ja, Koschwitz, ja, damit hat es ja sozusagen, also meine Late-Night, wie soll man sagen, meine Freude an Late-Night-Shows hat damit angefangen, als ich in der Koschwitz-Show damals selber war. Ah, und wie kamst du zu der Ehre? Ja, ein Kumpel von mir, ein Freund von mir, der hat gesagt, weißt du was, ich habe Karten für die Late-Night-Show. Ach so, ich dachte als Gast bei ihm. Als Zuschauer. Also als Zuschauer war ich da. Und und da habe ich Koschwitz gerufen, das fand ich irgendwie so toll. Mhm. Und dann war ich dann in der Sendung und seitdem war ich dann noch ein paar Mal schon bei Harald Schmidt in der Sendung und war richtig klasse. Dann kann es also sein, dass wir uns morgen Abend nochmal sprechen. Wir beiden dann zusammen mit Stefan Raab. Ja, genau. Ne? Okay, dann sagen wir vielleicht bis morgen. Ja, vielleicht bis morgen. Schönen Abend noch. Oder Dankeschön. Schönen Tag noch. Gute Nacht noch. Ne? Alles klar. Okay, tschüss. Okay, bis dann. Ciao. 0800 220 5050. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ran ans Telefon oder mailen bitte unter domian@wdr.de. Katrin ist hier. Katrin ist 27. Hallo Katrin. Ja, hallo. Grüße dich. Und was geht's bei dir? Dass ich ein Doppelleben führe und damit nicht klarkomme. Ja. Wie lange schon? Wie lange schon? Ja, ein Jahr auf jeden Fall. Mhm. Eigentlich sogar schon länger, aber mit einer kurzen Pause dazwischen. Was ist das für ein Doppelleben? Mein gesamter Umkreis, Freunde und Familie denken, dass es mir ganz wunderbar geht. Mhm. Und dabei bin ich eigentlich kurz davor, obdachlos zu werden und mein Leben wegzuschmeißen. Was denken die Leute, was du machst, beruflich zum Beispiel? Dass ich als Verkäuferin arbeite. Ja. Was ich im Moment auch tue, das aber das ist nur für ein kleines Brot nebenbei. Warum bist du kurz davor, obdachlos zu werden? Ich habe lange Zeit in einer Wohnung gewohnt. Die Miete konnte ich nicht zahlen, das Sozialamt zahlt mir nichts. Mhm. Da bin ich rausgeschmissen worden per Gerichtsverzieher. Ja.
und habe dann eine neue Wohnung bezogen. Da wohne ich jetzt seit einem Monat. Heute war der Vermieter da. Mhm. Kannst du diese Wohnung denn mit deinem, ich meine, du hast einen Job? Kannst du, nein, kann ich nicht. Warum hast du denn nicht, noch nicht gezahlt? Warum hast du dann nicht eine billigere Wohnung gesucht? Es ist eine billigere. Aber dann vielleicht noch eine billigere, die du als mit deinem Lohn auch bezahlen kannst? Ich habe kein Geld dafür, das ist zu wenig. Aber du arbeitest als Verkäuferin. Ja, aber ich habe nur 3 Tage die Woche und das sind nur 5,11 € die Stunde. Ja. Aber und dann gibt es dann nun. Das sind doch keine vollen Tage, das sind nur halbe Tage. Heißt, ich kriege irgendwie in der Woche 50 €. Hast du auch geht Schulden? Das Geld für, ja, ohne Ende. Du hast Schulden? Ja. Wie viel? Ja. Wie viel Schulden? Hm? Ich denke mal, das fällt jetzt so an den 10.000 Grenzen. Oh, das ist viel. Wo, bei wem hast du die Schulden? Bei meinem ehemaligen Vermieter, beim neuen Vermieter. Es laufen Rechtsverhandlungen gegen mich. Also es sind immer Mietschulden? Das sind alles Mietschulden, ja, und Stromschulden. Ja. Hast du dich denn mal erkundigt? Ich meine, es gibt doch so viele Beihilfen und Zuschüsse und Wohngeld, wenn man nicht viel verdient. Nee, ich habe mal eine Therapie gemacht, da wurde mir kurz geholfen. Und da war ich auch beim Sozialamt mit jemandem und es wurde mir gesagt, ich soll vom Arbeitsamt noch irgendwie einen Wisch besorgen. Mhm. Den hatte ich auch besorgt, den habe ich abgeschickt. Mhm. Mein ehemaliger Arbeitgeber, ich habe eine Ausbildung gemacht. Mhm. Der ist mittlerweile, die Firma ist geschlossen, da komme ich also an keine Unterlagen mehr ran. Mhm. Und dieser Schrieb fehlt. Und die Sozialarbeiterin, die für mich zuständig ist, die faselt halt jedes Mal von der komischen Psychotherapie, die ich da gemacht hätte. Also im Klartext, du kriegst im Moment keine Zuschüsse, keine Unterstützung vom Staat. Ich krieg keine Unterstützung und ich komme auch irgendwie nicht klar mit. Was ja ein Unding ist, denn letztendlich steht es dir zu in der Situation. Das schon mal vorweg gesagt, ohne dass ich jetzt die Einzelheiten kenne. Aber einher geht ja bei dir auch eine, höre ich so, vermute ich auch eine große seelische Not, ne, und Krise. Ja, weil ich, egal was ich mache, alles geht gegen mich. Mhm, und das schon seit zig Jahren. Du bist 27. Hast du einen Freund? Nicht mehr, ne. Ja. Hast du überhaupt ein paar nahe Leute um dich herum? Ich habe total liebe Freunde. Du hast Freunde. Also seit einem Jahr, ich bin in eine andere Stadt gezogen und habe da eine ganze Latte von Menschen kennengelernt und habe auch zu alten Leuten wieder Kontakt aufgebaut. Und das sind die Leute, von denen du am Anfang gesagt hast, die denken alle, mir geht's sehr gut und ich stehe mitten im Leben und ahnen gar nicht, welche Angst und welche Leiden ich durchmache innerlich. Genau. Ganz im Gegenteil, sogar die sind alle sehr begeistert davon, dass es mir weitaus besser geht als vor halt geraumer Zeit und sind total begeistert von mir. Und warum, wenn es gute Freunde sind, wenn das nette Leute sind, sind es nette Leute? Frage ich. Ja. Warum spielst du dann so ein Theater? Gerade Freunden gegenüber sollte man sich doch offen zeigen und da muss man doch kein Theater spielen. Ja, aber was sollen die denn dann machen? Die sollen erstmal gar nichts machen. Das ist ja nicht nur eine kleine Hilfe, sondern das wäre ja ein Lebenszusammenbruch. Nein, ich finde es ein figuröses Drama, wenn man schon in einer Notsituation hängt, dann auch noch nach außen seinen guten Freunden gegenüber Theater spielen zu müssen. Das finde ich, das übersteigt doch alle Kräfte. Es ist doch viel, viel besser und entlastender für dich, wenn du deinen Freunden gegenüber die Wahrheit aussprechen kannst. Wenn sie dir vielleicht auch nicht direkt helfen können, aber vielleicht hat der eine oder andere doch eine Idee und vor allen Dingen, du kannst auch deine Seelennot loswerden. So wie du jetzt hier aussprichst, bei mir. Dafür sind Freunde doch da. Ja, aber du bist fremd. Ja. Schon, ich verstehe, dass die Hemmschwelle da nicht so groß ist. Ich würde einfach wahnsinnig gerne irgendjemanden an der Seite stehen haben, der mir sagt, wie ich mein Leben zu sortieren habe. Mhm. Aber du merkst es doch. Ich hab heute noch drüber nachgedacht, dass es eigentlich ganz effektiv wäre, wenn es irgendwie eine Art Lebenslehre gäbe. Ja. Eine Ausbildung zum Leben. Ja, das ist eine gute... 3 Jahre und ja. Abschluss. Ja. Aber lässt du überhaupt Menschen an dich heran? Nein, eigentlich nicht. Da haben wir das Problem. Da wären vielleicht immer wieder in den letzten Jahren welche gewesen, die dir vielleicht beigestanden hätten und dir geholfen hätten, aber du lässt sie gar nicht ran. Warum ist das so? Weiß ich nicht. Gibt es eine schlimme Verletzung, eine schwere Enttäuschung in deinem Leben? Wir haben da in der Therapie Ewigkeiten drüber gesprochen und
Also es ist schon klar, dass die Kindergarten- und Schulfreunde damals, dass die eigentlich alle irgendwann gekommen sind und mich in den Arsch getreten haben, weil ich Vertrauen habe ich nicht gelernt. Wie ist das Verhältnis zu deinen Eltern gewesen oder auch heute noch? Ja, abgesehen davon, dass ich die halt von vorne bis hinten anlüge, sind meine Eltern ein Träumchen. Ein was? Die sind total süß, ein Träumchen. Mhm. Mhm. Die sind total süß und lieb und ich verstehe mich eigentlich auch wirklich blendend mit denen. Ich glaube nicht, dass du dich blendend mit ihnen verstehst, weil sie dich nicht verstehen. Weil ja, aber auch nur, ich habe das alles schon mal gehabt. Also vor der Therapie hatte ich halt einen Nervenzusammenbruch. Mhm. Deswegen bin ich halt in die Therapie geschickt worden. Mhm. Das war eine stationäre Therapie. Mhm. Aber da hatte ich halt schon so einen Zusammenbruch und meine Eltern, die sind da echt, sie sind kaputt gegangen, weil sie halt mitgekriegt haben, hey, die Kleine, die lügt uns an und die vertraut uns nicht und wie auch immer. Mhm. Und dann fing das alles mit so kleinen Sachen wieder an, dass ich halt wirklich gedacht habe, irgendwie, nee, komm, das kriegst du dieses Mal auf die Kette. Und dann wird das wieder so bombastisch groß und so schnell, dass ich halt irgendwann den Sprung nicht mehr gekriegt habe. Ja, wie lange geht das überhaupt schon so in deinem Leben, dass du in solchen Problemen hängst? Also die Probleme werden eigentlich nur immer größer. Mhm. Gab es denn mal eine Zeit? Würde ich sagen, seit ich raus bin aus dem Haus. Mhm. Nee, vorher schon. Mhm. Also bestimmt schon 6, 7, 8 länger. Mhm. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Das sind halt irgendwelche Sachen immer gewesen. Ja, so wie du das schilderst, Katrin, glaube ich, dass da wirklich ein großes seelisches Problem vorliegt bei dir. Eine Erkrankung vielleicht, so eine seelische Erkrankung. Dass du dich so in diese Parallelwelt zurückgezogen hast und doch vereinsamst, ne? So habe ich den Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass du darin vereinsamst. Ja, klar. Mhm. Und was es da für Zusammenhänge gibt, das kann dir nur ein guter Arzt, ein guter Psychologe, ein guter Psychiater sagen und dir helfen. Ich habe noch nicht mal eine Krankenversicherung. Mhm. Also ich finde, das hört sich sehr, sehr ernst an. Ich möchte dir auch gerne sehr seriös und ernst versuchen zu helfen. Das kann ich natürlich nicht, weil ich kein Arzt und kein Psychologe bin. Und das können wir natürlich auch nicht hier im Rahmen von einem 10-Minuten-Gespräch. Deswegen schlage ich jetzt vor, dass du mit meiner Psychologin sprichst. In Ruhe. Sehr gerne. Und ausführlich. Und ich hoffe, dass wir dir ein bisschen helfen können und dir ein paar gute Ratschläge geben können. Umsetzen musst du sie dann natürlich selbst. Ja. Gut, dann legst du auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an. Und auf jeden Fall ein dickes Danke und eine geile Sendung. Ja, und ich wünsche dir wirklich, das meine ich sehr ernst, von ganzem Herzen alles Liebe und wirklich alles, alles Gute und viel Kraft für das, was jetzt vor dir liegt. Wird wahrscheinlich eine Menge sein, ne? Das glaube ich auch, ja, das glaube ich auch. Alles Liebe. Ja. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Sabrina, 20 Jahre alt. Hallo, Sabrina. Ja, hallo, Domian. Hallo. Ja, also mein Problem ist weniger existenziell zum Glück. Mhm. Es geht wie so oft um die Liebe. Und also ich bin 20 und mit ja circa Ende 15 mit meinem jetzigen immer noch Freund zusammengekommen. Wow. Und alte, lange Beziehung. Ja. Ja, schon. Und es war so, dass mein Freund relativ am Anfang der Beziehung schlimme gesundheitliche Probleme hatte. Mhm. Und es hat uns eigentlich von Anfang an wirklich enorm zusammengeschweißt und verbunden. Ist er so alt wie du? Nee, er ist 23. Er ist jetzt 23? Also nicht viel älter. Nee. Was sind das für gesundheitliche Probleme, die er hatte? Da ging es um erst eine Knieoperation und dann am Bauch und da wäre er auch beinahe gestorben und jedenfalls hat uns das sehr viel Kraft für die Beziehung gegeben. Mhm. Und ich muss dazu sagen, mit 15 ist man ja noch nicht wirklich erwachsen. Gut, mit 20 auch noch nicht, aber dazwischen liegt schon eine enorme Entwicklung, die man noch durchmacht. Und gerade durch diese gesundheitliche Schwierigkeit habe ich mich auch enorm weiterentwickelt. Mhm.
Und ist er denn jetzt im Moment wieder gesund? Ist das alles okay bei ihm? Es ist noch nicht wieder die Ausgangssituation, aber weitgehend. Also wir können eigentlich normal leben. Jetzt sag mir nur mal ein Stichwort, was da, eine Knieoperation kann man ja sagen, okay, ist vielleicht nicht so ganz schlimm, aber was ist am Bauch? Was hat er? Was hat er? Das war so eine Art Blinddarm, das ist total selten, das kommt eigentlich nur bei Kindern vor und das ist so eine Art Wurmfortsatz, der eigentlich keine Bedeutung hat und der hängt halt da und der wird nicht gebraucht und da ging es halt darum, dass dieser Fortsatz eben porös geworden ist und er dann innerlich geblutet hat und beinahe verblutet. Ach so. Ja. Ach so. Und aber das hat eigentlich mit der jetzigen Situation gar nichts zu tun, weil warum rufst du mich an? Was ist nicht so ganz in Ordnung? Das Problem liegt bei mir. Und zwar, das ist eine absolute Traumbeziehung. Ich möchte ihn heiraten und mit ihm alt werden. Nur das Problem ist einfach, ich hatte davor keinen Freund, bevor ich mit ihm zusammengekommen bin. Und ich merke einfach, wie in mir, sagen wir mal, die Frau erwacht. Und ich merke auch, dass ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, mit ihm für immer zusammenzuleben, dass ich jetzt schon weiß und spüre, wie es mir fehlen wird, eben mit anderen Männern. Also du möchtest gerne letztendlich, es ist auch eine Sehnsucht, du sagst, in mir erwacht die Frau, die Sehnsucht nach anderen Erfahrungen. Ja, genau. Und geht ihm das eigentlich auch so? Er ist eben das absolute Gegenteil. Er ist wahrscheinlich der Mann, den sich jede Frau wünschen würde. Also den könnte man echt in eine Gruppe von Playmates stecken und er würde mit Scheuklappen durchgehen. Ist er denn, bist du denn für ihn auch die ja wahrscheinlich auch, ne, die erste? Absolut, ja. Und wir sind uns beide einig, wir wollen miteinander alt werden. Aber jetzt ist, aber die Tatsache, dass du solche Gefühle spürst, auch andere Erfahrungen machen zu wollen, bringt natürlich diesen Plan sehr ins Schwanken, ne? Ja, aber ich möchte den Plan nicht aufgeben, aber ich will auch keine Affäre eingehen. Es wäre halt echt praktisch, wenn man sagen könnte, okay, jetzt für ein halbes Jahr oder so einfach nur Pause und dann ganz normal wieder weiter. Aber das ist utopisch, das geht einfach nicht. Ja, warum ist das eigentlich utopisch? Frage ich jetzt mal ganz, ganz keck. Weil er ist so ein sensibler und herzensguter Mensch. Das wird er nicht aushalten. Nee, es ist so, er hatte mit 14 schon mal eine Freundin und die hat ihn mit 15 verlassen und danach war er 2 Jahre lang sozusagen ein psychisches. Ja. Das heißt, das könntest du ihm gar nicht zumuten. Hast du mit ihm darüber schon mal gesprochen? Ja, ich habe gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass in mir irgendwann dieses Gefühl aufkommt, aber ich habe ihm nicht gesagt, dass es so ist. Und wie hat er da so reagiert? Traurig? Ja, total eingefroren. Das heißt, du stehst auch unter einem hohen moralischen Druck. Das heißt, wenn du irgendwie noch mehr zulässt an Gefühlen, an Sehnsüchten, desto größer wird gar dein schlechtes Gewissen ihm gegenüber. Nee, das schlechte Gewissen hätte ich, glaube ich, nur, wenn ich wirklich was eingehen würde. Bloß das Problem ist, in letzter Zeit, ich platz förmlich innerlich, mich zerreißt fast. Das ist so groß ist die Sehnsucht nach etwas anderem. Ja, also da gibt's auch schon. Gibt's jemanden, mit dem du? Ja, wobei ich. Ist es jetzt die Sehnsucht? Ich frage andersrum. Den du da im Visier hast. Ist da so ein bisschen Verliebtheit im Spiel? Überhaupt nicht. Es ist ein sexuelles Interesse. Nicht mal sexuell. Überhaupt nicht. Es ist einfach nur, ich meine, in dem Moment, wo man sich mit einem anderen Mann unterhält, dann kommt einfach irgendwann die Frage, ja, bist du liiert? Und in dem Moment, wo man sagt, ja, dann ist die ganze Spannung einfach weg. Und es geht mir einfach nur um den zwischenmenschlichen Reiz. Ich fasse das mal relativ kompakt zusammen, was ich eigentlich sagen möchte, weil ich gucke auf die Uhr, wir haben nicht mehr so ganz viel lange Zeit. Ich finde, dass du das sehr ernst nehmen solltest, was du da empfindest. Ich glaube, wenn man das schon so empfindet und auch in dieser Intensität empfindet, wie du es jetzt schon empfindest, wird das auch noch stärker werden. Und ich garantiere dir, du bist jetzt erst 20, wenn du so weiterlebst wie bisher, im Alter von 23, 24, bist du wahnsinnig. Wirst du verrückt. Das heißt, über kurz oder lang musst du oder müsst ihr für euch ein Modell finden. Wenn ihr euch nicht trennen wollt. Wenn du dich nicht von ihm trennen willst.
Ich finde das völlig nachvollziehbar, dass du so andere Erfahrungen vielleicht auch machen willst. Sollte er auch machen. Das heißt, es gibt eigentlich nur die beiden Möglichkeiten. Entweder billigt ihr euch gegenseitig das zu, oder ihr trennt euch. Ja. Ich glaube, die dritte Möglichkeit, so zusammen zu bleiben wie bisher, das hältst du nicht aus und das ist nicht gut für dich. Ja. Aber ich weiß schon, das ist leicht gesagt, so wie du ihn mir gerade geschildert hast, ja, ist es sehr schwer mit ihm zu sagen, pass mal auf, wir machen ein Abkommen, wir beide sind zusammen, aber wir lassen uns mal ein bisschen mehr Freiheiten gegenseitig, um uns zu retten. Mhm. Ne? Das ist ja der Sinn des Ganzen für dich. Ja, also so eine Art offene Beziehung. Ja, das wäre das Optimalste. Letztendlich musst du darauf hinwirken, Sabrina. Ja. Sonst wirst du irgendwann fremdgehen und dann ist es noch schlimmer. Ja, nee, das will ich nicht. Ich wundere mich auch, dass er nicht auch ansatzweise so ein bisschen so ein Gefühl hat. Dann könntet ihr euch ja wirklich einigen und das wäre optimal, das Ganze. Hm. Er fasst nur sehr schwer Vertrauen zu anderen Menschen. Also, es muss auf diese offene Beziehung hinauslaufen für dich, sonst wirst du ganz tief unglücklich werden. Ja. Liebe Sabrina, die Sendung ist gleich rum. Es tut mir sehr leid, aber wir haben ja doch eine ganze Weile noch sprechen können. Ja, doch, hat mir sehr weitergeholfen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, ich dir auch weiterhin für die Sendung. Dankeschön. Tschüss. In der Technik Johanna Kura und Matthias Neef. Morgen sind wir wieder im Fernsehen um 23:30 Uhr mit Stefan Raab, das ist mein prominenter Gast. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.